Hallo ihr lieben Büßer und willkommen zurück hier bei Blasphemous 2. So, beim letzten Mal haben mir dieser Gorilla und seine Freunde sehr, sehr weh getan. Und deswegen sind wir jetzt mit Schuld behaftet. Was man allerdings auch bemerkt, was da aber tatsächlich in diesem Text nicht stand. Wir machen dadurch tatsächlich auch mehr Schaden. Also es ist so ein Austausch zwischen verschiedenen Punkten halt, ne? Im Text stand, wir bekommen weniger Inbrunst und nehmen mehr Schaden, aber gleichzeitig muss man dann auch dazu sagen, wir machen halt auch mehr Schaden und bekommen dadurch halt mehr Tränen der Abbitte. So, wenn wir das Ding jetzt wieder einsammeln, seht ihr, noch bin ich wieder frei. Wir haben nur einen Schuldsatz von 2%. Aber wenn ihr halt öfter sterben solltet, dann kann das mal ganz schnell anders aussehen. Au. Ja, bleib doch einfach synchron. Mehr hat mich doch gar nicht gewollt. Ja, das war jetzt nicht mehr ganz synchron, aber ihr arbeitet dran. Ich bin stolz auf euch. Au. Das ist wieder nicht gut. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Es gibt nicht viele Kampfräume, die ich hasse, aber das ist einer davon. Einfach nur, weil ich diese Asynchronität von denen nicht leiden kann. Wir haben nun mal gerade relativ wenig Optionen. Und ja, ich lasse meinen Zorn gerade an ihn so ein bisschen aus. Wir haben halt wenig Optionen noch, um wirklich solchen Angriffen elegant zu entkommen. Soweit ich weiß, können wir uns da nicht durchrollen. Ich könnte mich da allerdings auch tatsächlich täuschen. Das wäre sogar wünschenswert. Aber ich meine, wir können nur drüber springen. Wenn ich versuchen würde, durch sie durchzurollen, kriege ich einfach nur auf die Fresse von denen. Da hat ja dann kein... Also ihr habt schon was davon. Ihr könnt euch das angucken und euch drüber freuen. Aber sonst haben wir nichts davon. Also es ist halt... Natürlich auch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt dachte, das ist eine super coole Idee, jetzt wenn ich drüber kletter hier, weil so schlimm ist der Raum hier nicht. Na, jetzt können wir wieder gucken, jetzt sind wir schon bei 4%. Also es sammelt sich trotz allem halt immer langsam an, ne? Oh, der andere reagiert nicht? Na, doch, er reagiert. Endlich. Come on! Das ist der eine Raum, den ich hasse. Nur, dass ich beim letzten Mal nicht so viele Probleme dabei hatte, soweit ich mich zumindest zurückerinnere. Wobei er mich, glaube ich, auch ein-, zweimal umgebracht hat. Man. Aber ich weiß ja, dass ihr es liebt, wenn ich leide. Insofern ist also alles gut, weil alle jetzt so, haha, lol. Gucken uns 4 Minuten an, wie er da immer wieder hinläuft und dann aufs Maul kriegt. Das gefällt mir. Ich habe das Popcorn vergessen. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Ich glaube, bei manchen Leuten habe ich dabei sogar recht. Also vielleicht mit der Popcorn-Sache. Manche haben definitiv immer schon mal Popcorn parat, ne? Lass mich durch. Okay, jetzt reagiert der andere aber gerade tatsächlich nicht. Also, also die Kombination ist es halt nur, ne? Dass es zwei Typen sind, ist völlig egal, aber die Kombination und die Asynchronität und das Fehlen von Manövrierbarkeit. Naja, bleiben wir halt bei 6%. Das sind nur diese beiden. Also die wissen, dass die Kacke sind. Kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht wussten. Will ich halt nur mal nochmal an dieser Stelle
bewusst betonen, sie wussten, dass diese zwei Kerlchen kacke sind in der Kombination. Genau deswegen haben sie sie dahingestellt. Aber genug davon. Wir wollen tatsächlich für eine Trophäe unsere Schuld relativ weit hochtreiben. Insofern ist das schon in Ordnung. Und haben wir kein Problem mit. Mir wurde gesagt, ich habe mich mal erkundigt, wir müssen mit Yama, um ihre Questline, sagen wir mal, richtig zu beenden, müssen wir sie in die Kämpfe mitnehmen, um die es hier geht. Also, naja. Here our wills cross once again, O nameless penitent one. For a long time now, my life has been naught but a constant struggle to fulfill a promise as old as these lands. Is it your wish to meet her? When I was but a girl, I was able to escape the horror of the deformity engendered by the miracle. A miracle that chose the clean reflection of the still waters of a lake to reveal the truth it held in store for each of those who gazed within it. The old bell, which had fallen to the bottom of the lake many years before, began to ring, making the waters ripple to its eerie chime. Our reflected faces began to distort before our terrified gazes. And the miracle ended up capturing that work, that disfigured horror on the waters, as if it were a fresco, making everything that had been reflected in them disappear. As I fled, I turned my gaze towards the lake and beheld that ghastly event from afar. Penitent One, can you not hear it? We find ourselves in the confines of one of the ill-fated forms of the miracle that yearns to meet thee. Do you wish me to join you in your next confrontation? There you shall find me, and in communion we shall fight. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man sie mitnehmen muss oder nicht. In meinem persönlichen Durchlauf habe ich sie so ähnlich wie die alte Dame damals, beziehungsweise die junge Dame, die dann älter wurde, nicht mitgenommen. Und dann endet die Questline nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Deswegen angeblich soll man sie mitnehmen und dann machen wir das halt. Billowing clouds of dust herald your arrival. Dust in the air that is born from the erosion of the walls, the statues and our own bones. These stones heard so many sins that they could do no more than succumb, shuddering before their guilty echoes. Echoes that could not bear the seclusion that I imposed upon them and that escaped from me. Crawling along these walls, eroding them until their immaculate ashes buried us all. Penitent One, you will now reveal your sins, those that your tears can never atone for. So, da bin ich wieder. Muss ja zumindest auch meinen Ton einigermaßen wiederherstellen. So. Und ihr seht, wir machen diesem netten Skelett-Bro
nicht ganz so viel Schaden, was aber auch daran liegt, dass seine Schwachstelle tatsächlich der Rücken ist und nicht die Vorderseite. Ist ihre Unterstützung ein Angriff? Ich meine, kann man mit arbeiten, aber ist jetzt auch nicht sonderlich viel dann, ne? Ich merke übrigens, ja, festhalten ist schon eine gute Sache. Also nur in diesem Kampf, ne? Weil ich sonst definitiv von ihm zersetzt werde. Phase 2 übrigens sehr schön, wie er da sein Stockding ist. Das war knapp. Das ist schon ganz interessant, dass sie da mitmischt. Ach ja, also. Oder wie sie mitmischt, ist ja für mich jetzt auch komplett neu. Ich hätte mich übrigens darauf verlassen, dass sie gerade noch mal wieder angreifen würde, aber nö. Ihr seht aber kein schwerer Bosskampf, wenn man so grob weiß, was er kann. Ne? Ich habe damals... Ah nein. 4-5 Versuche gebraucht, um mit ihm klarzukommen. Technisch gesehen hatte ich auch eine Gallenflasche weniger, aber... Naja. Das war's. Wunderschöne Animation immer. Also wunderschön in der Hässlichkeit, ne? Wir erhalten ein Zeichen des Martyriums als Belohnung. Und dann wird's Zeit zu beten. Beimal. Oder Wahnvorstellung zu haben, eins davon. Die Weihrauchträume. Ein Ort, wo es sehr nach Weihrauch riecht, nehme ich an. Und hier treffen wir den komischen Kauz. Tatsächlich der, den wir gerade besiegt haben. Be witness to this vigil before my final journey. I, Radames, spent my long life listening to the confessions of so many burdened hearts. Even after death, I could still hear the echo of their mournful voices, begging. But their pain never managed to bring tears to my eyes. One of those echoes, those incessant voices, was the very voice of the miracle, who commanded me to guard its sacred regret. I obeyed, and it was then that my tears did flow. Penitent one, you who come to witness the miracle, behold. The memory of him still hurts. So it was that a humble married couple, torn apart by their inability to conceive a child, entrusted themselves in their utter desperation to the miracle. A miracle whose light seemed to have gone out in all our hearts. For having long ceased to bathe us in its benevolent radiance, we believed it extinct. The dying day already puts out its celestial light, causing my eyelids to droop. Let the miracle cast open its black gates,
so I might venture to wear that terrible dream from which one never wakes, awaits. Penitent one, you have encountered one of the three regrets. The first part of the testimony of the birth has been revealed to you, and the eminent sculptor figure of the father has descended. Find the other two guardians. Ja, das ist doch, leicht verständliche Kosten, ne? Wir haben den ersten Wächter der Gewissensqualen besiegt. Ja, dankbar. Wir haben den ersten Wächter besiegt und damit den Weg zum Mirakel ein bisschen abgesenkt. Nicht zu sehr, aber immerhin ein bisschen, ne? Ja, du stehst voll cool. Du machst das echt nicht besser, Kumpel, oder leichter für mich, eins davon. Mir ein Zeichen setzen. Was ist das? Unbedingt. Wunderschön. 2000 Tränen der Abbitte. Und da saß ich wieder, drückte meinen Knopf und musste lange darauf warten, dass überhaupt irgendwas reagiert. Naja. Das, obwohl ich nur Währung gefunden habe, so gesehen, also. Wohin führt mich das hier? Ah. Interessant, erzähl mir mehr. Also eigentlich nur hierhin, um die Karte zu füllen, aber das ist. Ist ja nun mal auch wichtig, ne? Je mehr Wege ich habe, desto einfacher kommen wir durch die Gegend, theoretisch. Gut, gut. Oder auch lasern kann. Fein, fein. Ja. Und davon, wenn ich überheblich werde und mir mal denke, haha, niemand kann meine heiligen Fußis angreifen. Ja. Ah, nein. Stacheln sind. Ernsthaft, du musstest dich jetzt in dem Moment umdrehen. Kannst mich mal. Bei 1000 weitere Tränen der Abbitte. Also, na, wir merken viel Geld. Gut, da unten kommen wir nicht lang, da komme ich nicht rein und hier bräuchte ich eine Fähigkeit. Wusste ich gerade nicht, wie wir es machen sollen, also lassen wir das erstmal so stehen. Wird noch öfter passieren, oder könnte zumindest noch öfter passieren, dass ich halt in so einem Raum sage, ja, keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollten. So, und hier waren wir schon, ne? Ja, haben wir angefangen. Ah, schön. Ja. Haben wir doch schon mal guten Fortschritt gemacht. Ah, wie gesagt, ein Wächter tot. Wir sind erst bei Part 4.
Ich meine, das geht bestimmt auch schneller, aber dafür müsste ich zum Beispiel einfach mal Texte nicht vorlesen. Schon hätte ich garantiert Minuten eingespart. Aber das will ja keiner. Ihr wollt ja, glaube ich zumindest, dass ich das vorlese. Ich kann natürlich auch sagen, ne, also eigentlich finde ich deine Stimme voll zum Kotzen und lass das mal bitte. Aber bis dahin werde ich wohl erstmal vorlesen. Hallo, mein guter Mann. Frey, how can I assist thee, Penitent One? So, wir können jetzt Kapazität erhöhen. The altarpiece on your back now has more capacity. Here I will wait for you until you gather more marks of martyrdom to extend your altarpiece. The altarpiece on your back now has more capacity. Here I... Okay. Dann jetzt können wir mal gucken, ob wir nicht tatsächlich zum Beispiel so arbeiten. Dann haben wir hier noch diese Kombi. Gregals Gunst erhöht die Stärke von Veredicto. Trotz allem ist das nicht verkehrt. Und hier könnten wir Feuerschaden kombinieren mit ihm hier und dann bekommen wir daraus Chirchus Gunst, erhöht jeglichen Elementarschaden. Wir könnten allerdings auch gucken, wobei das ist hier nur physischer Schaden. Ist halt gerade interessanter als die Kombi als solches. Wir können natürlich auch noch einen öffnen. Ich sollte hier einfach noch einen öffnen. Ja, komm, wir öffnen noch einen. Bestmöglich den Platz, den wir zumindest gerade haben und die Anzahl der Figuren haben, genutzt. Wunderbar. Dann können wir ihm das Werkzeug überreichen. This gouge, as precise as it is delicate, is unquestionably the most suited to this noble wood. Know that you have my gratitude, Penitent One. Ja, ja, das freut mich. May the hands. Und dann können wir hier zumindest erstmal wieder gehen. Vielleicht bräuchte ich das gleich, aber hier wäre übrigens einer drin, der uns die Buße abnehmen könnte, also da, wo wir jetzt 6% stehen haben. Aber fürs Erste ist das egal. Wir haben nur eine Schwester gefunden. Das ist, glaube ich, noch nicht interessant genug, dass da was passiert. Also werden wir weiter marschieren. Gen Osten. Wieder einmal, theoretisch. Ne? Waren wir ja schon mal, aber ihr wisst ja, warum, weswegen und so. War das... Reicht aber nicht sonderlich weit, wa? Nope. Himmelsbaby. Erstmal markieren. Come closer and contemplate this delicate tumbaga. The embroidered shawls. The silk dresses. You are in Rehina's shop. My goods are my home, my bed. They are as much a part of me as I am of them. You point, and this diligent arm will surely grant your request. Mal wieder, ne? Überhaupt nicht merkwürdig und die NPCs in diesem Spiel sind alle komplett normal. Macht euch da mal keine Sorgen. Irgendwas, was ich gerade wirklich bräuchte, nicht unbedingt. Wobei, das Ding könnten wir jetzt schon mal kaufen. Wir begeben uns in Anführungszeichen zumindest in die Richtung, wo das ganz interessant werden könnte.
Dann geben wir ihr noch den. Immer noch das hier mit. Here among my wares, I shall await your return. Dann können wir mal eben nachgucken. Wir haben jetzt einen zurückgelassenen Rosenkranzknoten. Verknotete Schnur, deren Ursprünge längst vergessen sind. Geschickte Hände konnten die Knoten mit den Schnüren verbinden, an denen die Rosenkranzperlen befestigt waren. Knoten um Knoten, Perle um Perle, mit der größten Geduld fädle ich den Rosenkranz. Jede Perle eine Schuld, eine Trauer, eine Beichte, ein Schritt auf der langen Leiter der Buße. Und über die Schwelle dieses düsteren, von allen vergessenen Zufluchtsortes werden diejenigen eintreten, die meinen Beistand suchen, die mein altes und heiliges Handwerk suchen, die sich dem Licht der Kerzen auf meinem Dach stellen, wer auch immer sie sind. Und sie werden sich dann in dem Schutz und der Hoffnung sonnen, die sie bieten. Bis zu diesem Moment werde ich warten, Knoten für Knoten, Perle für Perle, mit der größten Geduld. Klingt jetzt halt ein bisschen Larifari, aber, ne? Okay, okay. Aber ist halt dafür, dass wir früher oder später jemanden finden, der dann tatsächlich uns mehr Plätze für den Rosenkranz herstellen wird, müsste man sagen. Okay. Und ja, erinnert euch vielleicht, wir waren schon mal hier, ne? Natürlich waren wir schon mal hier, weil wir immer auf dem Weg die Waffen hier lang mussten. Kommen wir später hin, aber ich markiere es mal trotzdem. Und jetzt können wir uns halt hier tatsächlich in Ruhe umsehen. Immer wenn ihr sowas seht, wisst ihr, Kampfraum, ne? Wir werden wieder eingesperrt. Klingt normal, ganz gewöhnlich, nichts Merkwürdiges dran. Überhaupt nicht nervig oder... Au. Er hat mir ein Messer in den Hintern gerammt, wenn man es ganz genau hingesehen hat. Also, für ja, geht's gar nicht gut. Au, wow. Den ganzen Kram für 1000 Tränen der Abte. Naja. Ich meine, darf man halt nicht unterschätzen. Kann man immer mal gebrauchen. Man hat ja gerade gesehen, ne? Der eine Laden da mit 32.000 für so ein Martyriumspunkt. Und wir werden die kaufen müssen. Außerdem habe ich das übrigens nicht beim letzten Mal gezeigt, weil ich sagte, wir brauchen eh, ne? Einen besseren Sprung oder so. Oder einen Kletterhaken oder... Unsichtbare Plattform, ihr wisst, was ich meine. Irgendwie, irgendwas brauchen wir. Na, jedenfalls. Wo war ich jetzt stehen geblieben? So, ja, wir brauchen diese Punkte, weil man dazu sagen muss, die 40, die wir uns erkämpfen können. Wo ich ja jetzt schon das, witzigerweise das Gefühl habe, ich hätte eigentlich schon wieder die Hälfte. In der Theorie erspielt, praktisch gesehen, sind wir noch nicht mal bei der Hälfte, aber ist ja wurscht. Wäre auch ein bisschen schnell, wenn ich auf einmal bei der Hälfte wäre, insofern, ne? Au. It's a secret. Das ist kein Secret, das ist ein Kampf. Oh. Ah. Ja, ist klar. Ach ja, diese kleinen Flohmänner, ne? Man sollte die echt nicht unterschätzen, aber die können echt unfassbar nerven. Ja. Läuft nicht gut für den Anker. Und was hat mir am meisten Schaden gemacht? Richtig, die Flohmänner. Das
ist unfassbar, aber es ist halt so. Diese kleinen, blöden Viecher sind halt echt. Naja, jetzt ist er wenigstens tot. Wenn es ein Gutes hat, dass ich jetzt fünfmal oder so auf diese blöde Plattform gewartet habe, an die Tatsache, dass der Flohmann tot ist. Immerhin etwas, ne? Wo zum Geier bin ich hier? Könnte man fragen. Das ist definitiv nicht das, wo ich gerade sein will, aber wir werden dann auch später durchlaufen, keine Sorge. Weil natürlich am Ende des LPs soll da überall 100% stehen. Aber das kann ich nur erreichen, indem wir schön fleißig alles suchen, entdecken, machen. Und das wiederum kann ich nur machen, indem ich vernünftig methodisch rangehe. Und alle so, methodisch und Kommi, das sind so zwei Wörter, die gehören irgendwie nicht zusammen. Und ihr habt recht. Tun sie nicht. Ah. Ich weiß gar nicht, ob das so ging, aber muss ja. Ah, all diese Ausweichskills, ne? Haha. Also außer den. Das war kein Ausweichskill mehr. Witzigerweise ist das eine unsichtbare Wand, nur halt von der Seite. Oder was heißt durchsichtige Wand? Es ist eine illusionäre Wand, nur halt von der Seite. Das Ding hier, das blutendes Mirakel, feuert eine purpurrote Scheibe ab, die zu ihrem Träger zurückkehrt und seinen Feinden Mystikschaden zufügt. Ist mit eins der besten Zauber, die wir haben können. Vers, der dem bei der Buße vergossenen Blut gewidmet ist. Das erste Zeichen des Opfers, seit die ersten Verehrer des Mirakels aufgetaucht sind. Plus mit dem Ding kann man unfassbar gut die Babykäfige öffnen, wenn man so will. Das hat nochmal so ein kleiner Nebeneffekt davon. Bin mir nicht sicher, ob da oben irgendwas ist. Mach mal ein Fragezeichen mit dran. Nur vorsichtshalber. Und ich denke, das ist ein guter Moment aufzunehmen. Also unser nächster Boss wird hier sein. Jetzt, so wie wir alles haben. Also waffentechnisch und Ruhe und Entspannung und so. Da wird unser nächster Boss sein. Und ja, wir sind bei. Wir müssen uns mal angucken. Wir sind bei 26% stand da, glaube ich, gerade von der Karte her. Und das macht 19% des gesamten Spiels aus. Ne? Also kann man sich jetzt aussuchen, ob man das Spiel als lang betrachten will oder eben nicht. Ich würde sagen, nein. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal begleiten wir den Büßer auf seinem Pilgerweg, um das Mirakel aufzuhalten. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das Video und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal, um bloß nichts mehr zu verpassen. Großen Dank an meine Patreons, bis zum nächsten Mal.